Das ist ja klasse. Wir haben tatsächlich Yoshi, einen Inkling, dritten Charakter kann ich nicht erkennen und Solid Snake. Also hier wirklich Variation und es geht direkt rein. Wir haben wieder die 1 gegen 1 Situation so ein bisschen. Aber man sieht schon, sobald man hier Leute ein bisschen von der Stage runtergekickt hat, geht man in eine 2 gegen 1 Situation. Und das ist sehr, 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 sehr stark. Therion und Belcampo ja auf jeden Fall am Start. Haben schon ein paar Prozente gesammelt, aber auch Cobra ist schon gut dabei. Mit dem gelben Yoshi hier. Und man hat jetzt hier so ein bisschen die Kontrolle als gelbes Team gegen das blaue. Will hier auf jeden Fall dort von der Stage landen. Jetzt ist die Stage ja auch noch komplett dicht. Also die geht auf jeden Fall richtig ab. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht im Double, ob man hier auch wirklich diese ganz wilden Stages hat. Und hier haben wir den ersten Knockout tatsächlich. Yoshi oder Cobra wurde hier rausgekickt und auch Therion wurde raus. Das heißt, man hat jetzt aufgerundet, aber auch Belcampo einmal rausgekickt. Das spricht jetzt so unglaublich viel, aber das kriegen wir alles hin. Blitz jetzt hier auch mit High Percentage und würde demnächst rausfallen. Und Cobra holt direkt, also hat direkt den nächsten Dropout. Und das heißt, man führt jetzt auf der Seite von Belcampo und Therion. Aber es wird hier tief gefightet. Das wird sehr, sehr tief gefightet. Aber beide können sich noch retten. Und dann steht es hier momentan 4-4 Stocks. Belcampo wieder am Rand, aber da ist noch kein Problem. Jetzt haben wir wieder ein bisschen, also ruhig ist es jetzt nicht, aber es ist ein bisschen ruhiger. Es werden nicht alle Knockouts zur gleichen Zeit. Aber wir nähern uns langsam den High Percentages wieder. Therion hier mit der Ranged Attack. Und man hat jetzt tatsächlich Therion rauskicken können und ist damit wieder auf 3-3 Stocks. Und Belcampo auch. Das heißt, man hat jetzt die leichte Führung bei Blitz und Cobra. Aber Blitz wird hier ebenfalls rausgekickt. Cobra jetzt nur noch mit einem Stock und der ist auch weg. Das heißt, Blitz jetzt in der 1 gegen 1 Situation. Hat allerdings zwei Gegner vor sich, die eben auch nur noch einen Stock haben. Das heißt, wenn er hier einen rauskicken kann, kann er das nochmal wiederholen. Aber er sammelt momentan die Prozente wie kein zweiter. Das machen Therion und Belcampo hier schon sehr, sehr gut. Und die wollen sich ja auf jeden Fall den ersten Win sichern. Das fängt auf jeden Fall gut an. Und ja, Blitz. 2 gegen 1, machst du nichts. Kriegst noch den Pfeil in den Bauch. Und damit geht das erste Match an Belcampo und Therion, die das hier wirklich die meiste Zeit auch sehr dominiert haben. Dann ganz, ganz kurz zurückgefallen sind. Aber durch die High Percentages kriegt man da eben noch gut die Stocks wieder rein. Und das war auf jeden Fall interessant, ne? Wir hatten ein paar verschiedene Angriffe. Yoshi hier mit irgendwie Eiern, die er durch die Gegend geworfen hat. Dann hatten wir Pfeil und Bogen ein bisschen von dem Charakter, den ich nicht kannte. Vielleicht, wenn sie jetzt nochmal das gleiche picken, dann weiß ich es ja direkt. Also da ist schon gut. Wir sehen auf jeden Fall von Cobra wieder Yoshi und auch der Inkling scheint es zu werden. Und es ist Byleth, wie wir sehen, und eben Snake. Das heißt, da auch die Charaktere bleiben gleich. Wir haben noch keinerlei Change-Up gesehen. Nach einem Lose oder eben nach einem Game. Alle sind bisher ihren Charakteren treu geblieben. Ist ja aber auch smart, ne? Wenn man sich langsam einspielt auf einen Charakter, dann sollte man den wahrscheinlich auch weiterspielen. Cobra hier auf jeden Fall auch mit dem Fable für den gelben Yoshi. Geht hier direkt für die Combo und kriegt hier direkt 62% auf Therion. 75%! Cobra hat auf jeden Fall Blut geleckt und möchte Therion hier ein bisschen raushauen. Und wir sind wieder am Anfang in dieser 1 gegen 1 Situation, aber bald, genau, wir sehen schon direkt, sobald ein Team auf das andere Team trifft, geht es direkt weiter mit Chaos. Und Therion hier schon mit 90% dabei. Belcampo auch direkt raus, das heißt, hier hat man wirklich schon einen großen Vorteil auf der Seite von Cobra und Blitz. Und man versucht, das wirklich gut zu halten und auch, also Cobra gibt hier wirklich gut rein. Oh ja, Therion kann sich hier gerade noch so retten mit dem letzten Grappling. Und damit fliegt Blitz jetzt tatsächlich raus. Leichter Ausgleich allerdings, wenn man sich die Prozente anguckt, dann sind Cobra und Blitz hier immer noch im Vorteil. Therion konnte sich allerdings gut halten jetzt noch, nachdem Therion so viel am Anfang auf die Fresse bekommen hat. Aber da kriegt man direkt die nächste Kombo in die Fresse und kriegt man hier tatsächlich den Knockout. Nein, noch nicht. Stocks bisher bei 5-5. Aber Therion muss jetzt tatsächlich massiv mit Cobra, aber direkt hinterher. Das heißt, man gleicht aus auf 4-4. Und ist tatsächlich recht ausgeglichen gerade. Belcampo natürlich ein bisschen mehr Prozent dabei, aber Therion gibt hier die Combo an Blitz. Das ist schon sehr, sehr stark.
mal sehen, was die Teams hier so rausreißen können. Wir nähern uns langsam den niedrigen Prozenten, langsam den niedrigen Stocks. Und tatsächlich muss Belcampo hier gehen und hat damit nur noch einen Stock. Müsste sich eventuell einen von Tyrion leihen, aber auch Tyrion kriegt hier gut auf die Presse. Blitz ein bisschen aufpassen, macht hier ein paar Smash zur Seite, wurde aber ganz schön vermöbelt hier von beiden Seiten. Also 98%. Und Tyrion lässt sein Leben. Das heißt, jetzt Tyrion und Belcampo nur noch auf einem Stock jeweils, während Blitz und Cobra noch jeweils ihre beiden übrig haben. Blitz lässt jetzt hier den einen sausen, wurde da gut in der Luft gehalten. Aber für Belcampo und Tyrion sieht es hier schwierig aus. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Belcampo und Tyrion... Und die das... Ich hab's leider vergessen. In der ganzen Aufregung habe ich es vergessen. Wir werden es gleich sehen. Und dementsprechend weiter gucken. Cobra hier mit guten Prozenten gesammelt, aber auch Belcampo und Tyrion schon kräftig dabei. Man sieht, die Schilde häufen sich hier im Late Game schon mehr, weil man eben aufpassen muss. Cobra jetzt raus und damit ist es ein sehr, sehr spannendes Battle. Jetzt alle nur noch mit einem Stock. Wer raus ist, ist raus. Kommt nicht mehr zurück. Und dann lässt man sein Teammate eben in einem 1 gegen 2 zurück. Und das soll hier auf gar keinen Fall passieren. Belcampo muss hier aufpassen. Kein Ink mehr. Muss den nochmal sammeln. Aber Belcampo wird einfach in der Luft gehalten. Kann jetzt ein bisschen sammeln. Und man fliegt inzwischen sehr, 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 sehr weit. Und Tyrion ist raus. Ich habe es gar nicht genau mitbekommen, aber Tyrion ist raus. Und jetzt eben Belcampo mit seinen hohen Prozenten drin. Das sieht sehr, sehr schwierig aus. Und ich glaube, man geht dann hier ins dritte Match. Es müsste ein 1 zu 1 sein. Wenn man hier jetzt das Match holt und Cobra und Blitz holen das Match. Ich bin mir gerade unsicher, wie das jetzt war. Oder es ist 2 zu 0. Ich bin leider lost. Wir werden sehen, ob hier auf mich geschaltet wird oder ob wir weiter drin bleiben. Aber ich glaube, wir gehen noch ins nächste. Wenn ich das hier sehe. Sieht auf jeden Fall gut aus. Stage-Auswahl wird getätigt. Und es scheint das Pokémon Stadium 2 zu werden. Die haben wir jetzt auch schon einige Male gesehen, die Map. Die ist natürlich etwas übersichtlicher. Und ja, wir gehen ins Match rein. Wir sehen gleichen Charaktere. Ich glaube, ja, genau. Byleth wurde auch wieder gepickt. Das Bild hat noch nicht geladen. Aber hier sehen wir es alles beim Alten. Beide Teams kommen ja jetzt schon mit der Combo gewinnen können. Und dementsprechend will man natürlich auch jetzt sich den letzten Sieg sichern. Ich meine, der Verlierer aus diesem Match ist noch nicht ganz raus. Ne? Wir sind im Winner Bracket. Das heißt, man kann sich hier quasi einen Sieg noch, einen Lose noch erlauben. Das wäre nicht der Weltuntergang. Das heißt, man steht hier nicht so sehr unter Druck. Klar, dann ist man im Loser Bracket und zwar auch im Loser Bracket Runde 1. Deshalb hat man viele Matches vor sich. Aber der einzige Weg hier für die Teams ist natürlich der Sieg. Man will hier auf jeden Fall den Sieg haben und wer. Dann hat die Cobra auf jeden Fall schon sehr, sehr low gehauen. Aber Tyrion ist der Erste, der geht. Und Cobra fliegt aber direkt hinterher. Ausgleich also direkt hinterher. 5 zu 5 Stocks sind da. Und jetzt hat man so eine leichte 1 gegen 2 Situation. Denn Tyrion wurde unter der Map getrappt und hat damit nur noch einen Stock. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Belcampo nämlich schon auf hohen Prozenten und Blitz und Cobra eben noch mit 5 Stocks am Start. Das heißt, hier hat man sich einen leichten Vorteil erspielen können. Blitz muss jetzt aber sein Leben lassen. Damit sind es nur noch 4 zu 4 Stocks. Allerdings eben auch hohe Prozente auf Belcampo. Da wurde der Inkling auch ganz schön verprügelt. Und soll jetzt langsam gehen. Reicht aber doch, es reicht tatsächlich. Fliegt hinten aus der Map raus. Das wird jetzt sehr, sehr kritisch für Belcampo und Tyrion. Die eben hier um ihr Leben kämpfen. Aber bisher halten sie sich noch wacker. Tyrion allerdings schon wieder mit den 120%. Man kriegt hier Yoshi allerdings ein bisschen eingefroren. Blitz kommt aber zur Rettung. Cobra fliegt. Und tatsächlich hat man hier gut ausweichen können. Sehr, sehr gut. Man hat 1 zu 1 nur noch. Also 2 Stocks insgesamt. 1 zu 1 Stocks auf Blitz und Cobra. Belcampo allerdings jetzt auch. Tyrion eben auch nur mit einem. Wir sind also wieder in einer sehr, sehr spannenden Situation, wo jeder nur noch einen Stock hat. Wer raus ist, ist raus. Und diesmal tatsächlich auch endgültig. Wer raus ist, ist raus und kommt für dieses Match nicht mehr rein, denn das ist das letzte Match des Best of Threes. Und damit zählt das hier umso mehr eben noch zu überleben, seinem Teampartner nicht die Möglichkeit zu nehmen,
Aber Blitz ist raus. Verdammt, Blitz ist hinten rausgeflogen. Und das wird für Cobra jetzt unglaublich schwer. Wenn man irgendwie bei Campo irgendwie rauskicken kann, wäre das hier das Beste, was man kriegen kann. Cobra rettet sich rauf, versucht hier Therion irgendwie mitzunehmen, aber wird gegrabbt und damit in der Luft. In der Luft natürlich immer ein bisschen angreifbarer, hält sich aber wacker. Und Therion tatsächlich gegen bei Campo selber. Und Cobra hält sich hier wirklich, hat aber 140%, ne? Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wird hier von einer Seite zur anderen Seite geschmissen und wird auch gekickt. Und damit holen sich hier Therion und Belcampo den Match-Sieg und gehen damit ins Winners-Semifinal, wo sie auf Dien und Dafang treffen.